Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier in Ebenholz City angekommen. Und wir werden erstmal ein bisschen erkunden und dann machen wir uns heute einen richtig coolen Kampf mit der letzten Arena. Ebenholz City, ein ruhiger Ort in den Bergen. Eine ganz normale Stadt, wie mir scheint. Dragonier ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du ein Dragonier weiblich? Möchtest du es gegen meinen Rizeros tauschen? Tja, hab ich nicht. Was gibt's noch? Was gibt's hier so? Ahu! Stimmen in meinem Kopf! Hä? Ich höre Radio! Okay. Dann gehen wir mal kurz heilen. Und ich kann auch sagen, Leute, wir werden auf jeden Fall die Arena heute machen. Ich weiß nicht, ob wir die komplett schaffen werden heute, aber ich gebe mein Bestes. Und ich kann euch sagen, die Arena wird die schwerste von allen. Ja, wir werden noch sehen, warum. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Ich hörte, die besten Trainer des Landes versammeln sich dort. Mag sein. Es gibt eine Attacke, die ich unbedingt meinem Pokémon beibringen musste. Also ging ich zum Attackenverlierer, um eine VM-Attacke vergessen zu lassen. Oh, krass. Aber da kann hier schon VM-Attacken verlernen? Das ist ja richtig cool. Pokémon werden zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Ich wusste gar nicht, dass man in Gen 2 schon VM-Attacken verlernen konnte. Gut zu wissen. Good to know. Du kannst Doppelleber zwar nicht kaufen, aber er füllt die KP besiegter Pokémon wieder vollständig auf. Vorsicht, die AP oder Angriffspunkte werden nicht aufgefüllt. Ja. Ein gutes Item, was man leider nicht kaufen kann, wie ich bereits sagte. Topschutz hält dir schwache Pokémon vom Leib. Von allen Schutzsprays hält es am längsten an. Okay, was hast du so? Irgendwas, was wir benutzen können? Sowas wie ein Hypertrank? Ich weiß noch nicht, wie viel ich von denen habe, aber ich kaufe auf jeden Fall ein paar. Falls ich überhaupt welche habe. Top-Tränke sind auch ganz nice, aber ich habe nicht genug Geld. Ich pleite. Da sollten wir vielleicht was verkaufen. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Protein zum Beispiel. Zack. Oder Angriffsplus. Hier kann der gerne haben, will ich nicht. Mit Amulett, ewiges Eis. Würde ich jetzt eigentlich nicht verkaufen. Oh Gott, wir haben mit Supertränken jetzt gearbeitet. Ist ein bisschen her, dass ich jetzt gespielt habe. Ein paar Wochen. Deshalb weiß ich gar nicht mehr, was wir jetzt gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall durch die Höhle gegangen sind und jetzt hier angekommen sind. Oh Gott. Weil es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir Hypertränke benutzen. Ich pack's hier am besten einfach mal ganz vorne. Select. Select. Das war die Sektaste. Und dann Hypertrank. Perfekt. Okay. Was gibt's hier? Haus des Attackenverlerners. Ah, okay. Können wir kurz reinschnuppern. Oh ja, ich bin der Attackenverlerner. Verlierer. Ich verfüge über die Fähigkeit, Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen. Soll der Pokémon die Attacke vergessen? Nö. Da habe ich gerade keinen Bedarf. Ich weiß noch, im Remake ist der Typ da hinten sehr besonders, weil er da einem keine Attacke verlernt, sondern eine Attacke beibringt, die richtig gut ist. Tipps für Trainer. Ein Pokémon, das eine Wunderbeere trägt, kann von sich aus Statusveränderungen heilen. Ja, schon wahr. Willst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Nein. Eigentlich nicht. Dieses ganz alleinstehendes Haus mit einem Dratini. Sandra und Siegfried haben hier trainiert, um ihre Fertigkeiten zu verfeinern. Oh. Hallo Mike, hier ist Rosemarie. Wie stehen die Dinge? Ich habe mein Wartifell gekleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Stell dir vor, was passiert ist. Ich habe... Nein, es juckt mich nicht. Ich will ein Drachentrainer werden. Genau wie Sandra.
Naja, Sandra ist die Arena-Leiterin hier. Die ist auch schon die Arena. Ebenholz City Pokémon-Arena-Leiterin Sandra. Die gesegnete Drachen-Pokémon-Trainerin. Und hier kommt das Problem. Sie trainiert halt Drachen-Pokémon. Und, das ist ja schlecht. Deshalb müssen wir ein Pokémon reintun nach vorne, was sehr gut gegen Drachen-Pokémon ist. Was wir nicht haben. Deshalb am besten irgendwas, was es resisten kann. Ich würde Ovo tatsächlich mal reintun. Ich glaube, Ovo hätte da die besten Chancen. Ich versuch's einfach mal. Na, ich kann euch sagen, wen wir nicht benutzen können. Tornupto könnten wir nicht benutzen. Weil Feuer. Drache ist sehr gut gegen Feuer. Da ist sehr gut gegen Wasser. Und auch gegen Elektro. Also entweder Melly oder Ovo. Ich denke, Ovo wäre da besser. Einfach von den Attacken her, die die haben, glaube ich. Wäre das besser. Ich weiß halt nicht. Ich guck mal ganz kurz in die Stats. Ich weiß gar nicht, wer mehr tankt. Wer tankt denn von euch mehr? Wo sind denn die Punkte? Hier sind die Punkte. Okay. 51 und 66. Okay, was sagt Melly? Ja gut, warum nicht? Wir könnten theoretisch auch mal Melly nach vorne tun. So, ich switch einfach hin und her von den beiden. Unsere Arena-Leiterin erwartet dich. Für einen Trainerfrischling wie dich ist es schier unmöglich, gegen sie zu gewinnen. Schier unmöglich. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ich hoffe, der Sound passt übrigens, da ich letzte neue Kopfhörer habe und dadurch mein ganzer Sound auf dem PC ein bisschen messed up ist. Ebenholz City, Pokémon Arena. Yo, Champion Spee! Es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähl auf mich! Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind die nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Okay. Oh, und da ist der erste Trainer. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeige dir, wie stark sie sind. Okay. Was ist denn so auf Vorrat, Paul? Dratini, ach komm. Kann nix. Entwickel das Ding erstmal, da kannst du was. Dann machen wir easy down. Oder auch nicht. Ah, nein, warum kann das Ding Donnerwelle? God damn it. No, oh, da haben wir aber, glaube ich, immer 40 Damage. Ja, macht immer 40 Schaden. Okay, das muss ich mit einberechnen. Dass mein Gegner immer eine Attacke hat, die genau 40 Damage macht. Am besten meine Leben über 40 halten. Was bedeutet jetzt einen Trank schlucken? Oder auch nicht. Nice. Weil er noch zwei Pokémon. Ah. Noch ein Dratini. Okay, ich will mal ganz kurz sehen, was Stupidicat dazu sagt. Und diese Melly. Okay. Dratini ist auf jeden Fall nur Drache, soweit ich weiß. Ich dachte immer, das wäre Drache Wasser, aber es ist es nur Drache. Also als Kind dachte ich das, meine ich. Was macht denn am meisten Damage? Ich weiß es actually gar nicht. Kann ich das nachgucken? Ich kann doch in den Sets nachschauen, oder? Ups, nicht Tausch. Kann man nicht im Status nachgucken, wie viel Damage die machen? Nee, okay, egal. Ist ja auch egal, wir machen einfach Kratzer. Nice. Das macht ziemlich viel Damage. Ich glaube, Melly ist... Oh, nice. Ich glaube, Melly ist viel besser in der Arena. Ah, schade. Na, ah, Mist. Noch getroffen. Naja, das passiert halt mal. Da haben wir ein bisschen Das ist immer so, da muss ich mitleben. Hau ab. Bam. Oh, ich sollte vielleicht Paraheiler kaufen. Das wäre eine gute Idee. So, zack. Drachenwut. Okay.
Heilen? Hast du nicht geswitcht? Okay, ich switch nochmal. So. Es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Jetzt? Okay, nein, ich verstehe nicht, warum das nicht switcht. Oh Gott, dieses Bip, 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 nervt. Ich beeil mich. Ich will das nach oben haben. So, zack. Okay, keine Ahnung, warum das nur einzeln geht. Aber 50 Damage, 50 Heilung ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, merke ich gerade, weil das können wir jetzt auch eigentlich benutzen. Oh, never mind. Können wir nicht. Hyperheiler? Nee, das bringt nichts. Es switcht lieber raus. Das kann jemand anders machen. Amphi zum Beispiel. Ja, Drachenwut juckt nicht. Kopfnuss. Oh, verdammt. Komm, auf da. Yes, nice. Und das war's. Drei Dratinis. Ihr seht schon, wie schwer es sein kann. Wie enttäuschend. Du hast Siegfried, den Drachenmeister, getroffen? Das kann nicht wahr sein. Nur doch, den haben wir getroffen. Mit Pfeil und Bogen. Ah! Nein, Spaß. Oh, hier hinten ist noch einer. Mit dem reden wir gleich mal. Aber ich möchte erstmal heilen und ein paar Tränke kaufen. Also nicht Tränke kaufen, sondern Paraheiler, weil die werde ich wohl definitiv brauchen können hier. Ich hoffe, ich habe noch genug Geld für ein paar. Oh, der verkauft die nicht. Dann muss ich Hyperheiler kaufen. Ja, dann kaufen wir ein paar Hyperheiler. Hyperheiler ist halt ein bisschen teuer, aber dafür macht es halt alle Statusprobleme weg. Das ist zumindest etwas. Ja, dann warum nicht? Ich merke auch gerade, irgendwie in diesem Let's Play habe ich fast gar kein Geld. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Hi. Samsung. Bist du aus Isaac? Heute ist Samstag. Ah, stimmt. Ich bin Samsung von Samstag. Hallo, ich bin Rot aus Pokémon. Ah, nee, ich bin nicht Rot, ich bin Gold. Ich bin Gold aus Pokémon Silber. Du kannst das haben. Danke, Samsung aus Samstag. Gerne doch, Gold aus Pokémon Silber. Bandsticker. Geisterattacken werden stärker. Es ist geradezu beängstigend. Ja, genauso beängstigend, wie du mit mir redest. Weg von mir, du Creep. After Arena, let's go, wir machen Boy there. Aber ich pack tatsächlich mal. Tatsächlich mal Melly nach vorn. Glaub, das ist viel besser hier. Wo waren wir noch lang? Ah, hier geht's nicht lang. Okay, dann gehen wir noch links. Die Arena ist übrigens viel, viel cooler im Remake. Weil da gibt es schöne 3D-Effekte und hier halt nicht. Wieder doch, ist der Gameboy, der kann das nicht. Ah! Oh, stellt euch vor, man fällt einfach in die Lava. Das wäre heftig. Ah, gut, dass ich Aaron drin habe, weil jetzt kann ich doch nochmal Dings einsetzen. Stärke, das ist ja wichtig. Moment, kann ich nicht von hier aus? Ja, kann ich. Los, und nix. So, und jetzt, was mich wundert. Wir fallen hier durch, aber das Ding fällt hier hin? How? Aber ja, wir sehen schon, was man machen muss. Man muss hier die ganzen Felsen drüber kriegen. Guten Tag. Sandra unterzieht uns einem ausgewogenen Training. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Tja, ich mag dich nur ungern enttäuschen, aber... You're gonna die, Beat. You're gonna die, Alba. Oh, Simon. Oh, Simon ist eine Gefahr. Definitiv. Aber das Ding... Elektro-Schwäche, weil das ist Wasser. Deshalb machen wir hier ab wieder vorne. Aber ich weiß, du bist ziemlich stark, deshalb kriegst du das auch mit einem einzigen Sonderschlag. Ich meine, die Raufer könnte ich am Ende nicht angreifen, jetzt das wäre Attacke. Ich hab getroffen, bye bye bye. Ei, es ist one hit dead. Oh yeah, ich hab mich nicht verschätzt. Oh yeah, Level 35, nice. Und Level 34. Die 40, ich kann sie schon sehen. Sie ist greifbar nah. Ach, das ist verabscheuungswürdig.
Wow, ich musste meinen Trainingsplan nochmal überdenken. Gott, mit dem habe ich doch gar nicht geredet. Oder? Was? Achso, doch, habe ich. Doch, habe ich. Okay. Okay, ich vergesse das manchmal, tut mir leid. Aber anscheinend vergesse ich das manchmal nicht. Ich denke nur, dass ich es vergesse. Oh, Moment. Hier ist aber kein Loch. Hier ist das Loch. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Ich dachte erstmal nach von links rein und dann rechts hoch, aber nein, andersrum. Rechts rein und dann links hoch. So. Das müsste richtig sein. So, und jetzt zack und zack. Perfekt. Und jetzt hier gegen den Trainer kämpfen. Oh! Wir wären sogar schon fast fertig. Moment, dann lass uns aber erstmal hier fertig machen. Ich glaube, das wäre klüger. Okay. Da will noch jemand fighten. Wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Meine Taktik ist es, Pokémon einzusetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Feen-Pokémon? Die gab's doch gar nicht. Was meint er dann? Zebra. Wasser-Pokémon, okay. Tut mir leid, dass ich jetzt Manny vorne habe, aber ich werde auf jeden Fall rüber switchen. Mach dann One-Hit, zack, easy. Seemon, One-Hit. Ciao, das war's. Bye-bye. Du bist etwas Besonderes. Danke. Aber pass auf, meine Pokémon werden noch mächtiger. Sowohl als Trainer, als auch als Pokémon-Team werden wir unschlagbar sein. Wenn du meinst... So, jetzt können wir eigentlich schon... Wir sind schon fertig, oder? I think we're done. Ich glaube... Oh, da war ja noch jemand. Ganz vergessen. Die Chancen gegen dich zu verlieren? Nicht mal 1%. Glaubt er das wirklich? Glaubt er das wirklich? Der Ralf. Also dem Ralf, ich glaube, dem reicht es langsam zu verlieren. Aber gut, ein Dragonier? Das Ding macht mir Angst. Bin Crit. Ah, ich brauch Crits. Oh, yes. Ich weiß nicht, was stärker ist. Vielleicht bist du stärker? Nein. Wow, das war sehr gut. Dann konnte ich eingreifen. Oh, sehr gute Taktik, die ich gerade habe. Oh, sehr, sehr gute Taktik. Oh, Dragoni ist sehr gefährlich, aber es ist weg! Gut gemacht, Manny, ich bin stolz auf dich. Eigenartig. Okay. Ich kenne jetzt meine Schwachstelle. Meine Schwachstellen. Danke für den Hinweis. Gerne doch. Guten Tag. Drachen sind heilige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Oh doch, ich mein's ernst. So ernst, dass wir die Folge ein bisschen überziehen und Sandra noch heute machen. Yeah. Rosi. Rosi möchte auch kämpfen. Sorry für den schlechten Witz. Oh, ich bin paralysiert, das ist nicht gut. Okay, Drachenwut, ich muss aufpassen. Okay, ist es down? Was hast du noch? Ich switch raus. Oh, Wut. Das könnte ein Problem werden. Giftpool ist ja ganz gut. So, vergiftet. Ich bin paralysiert. Okay. Nice Deal. Konfusion. Ich hab mich getroffen. Drachenwut, ja. 45 Damage immer. Vergiftung. Konfusion. Ah, es macht fast nichts. Damage. Macht so viel Damage. Bisschen heilen. Jetzt kann ich nochmal angreifen. Yes, Vergiftung. Und jetzt Konfusion und er ist tot. Oder? Yes. Bleib Profi. Großartig. Danke. Drachen sind schwach gegen Drachenattacken. Das ist true. Bisschen
ist, war aber egal. Heile erstmal. So, und... Wo ist mein Hyperheiler? Da, warum ist er da unten? Das ist nicht gut. Beide brauchen einen. Okay. Ready. Und natürlich von der schwersten Arena-Leiterin sichern wir. Ich möchte gerne sichern. Speichern. Ich bin Sandra. Ich bin der weltbeste Drachengeister. Ich kann selbst den Top 4 der Pokémon-Liga widerstehen. Willst du doch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde all mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. Oh shit. Sie meint's ernst. Mit einem Dragonier. Das könnte ein Problem werden. So, bis damit sie nicht angreifen kann. Das trifft trotzdem an. Feuerodin, wie viel macht das? Ah, nein! Warum direkt von Anfang an die Scheißparalyse? Du bist doch ekelhaft. Okay, jetzt nichts riskieren. Nichts riskieren, nicht riskieren. Ich bin ein bisschen vor. Ich mache immer ungefähr 30 Damage oder so. Okay, es läuft ganz gut bisher. Okay, okay. Ja, 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 ja. Mhm. Nein! Nochmal. Okay, Kratzer. Mhm. Lass mich angreifen. Du bist tot. Yes! Stirb! Und auch drei weitere noch. Nein, noch ein Dragonier! Okay, das reicht mir. Das reicht mir. Ich mach euch platt. Ich habe keine Lust mehr. Es ist mir so egal, ob du sehr stark gegen mich bist. Ich möchte dich trotzdem verletzen. Donnerwelle wäre ganz gut. Paralyse auf beide. Perfekt. Kopflos. Hat dich Kopflos sogar manchmal den Gegner dazu gebracht, nicht anzugreifen? Oder sowas. Ja, der ist schneller als ich. Okay, es läuft schon mal sehr gut. Es läuft schon mal sehr, sehr, sehr gut. Das freut mich. Okay. Kopfnuss. Komm herauf. Nein! Ich. Ah, ich hab's nicht gesehen wegen dem Vorspulen. Ist mir leid. Das habe ich davon, weil ich vorspule. Habe ich nicht gesehen, dass ich versorgt bin. Ah, okay, Flamesack. Du machst erstmal Flammrad. Macht am meisten Damage. Jetzt fehlt halt der Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb! Dead. Okay. Sa- lass mich raten, noch ein Dragonier? Nee, oh, sie packt direkt die großen Waffen raus. Oh, Seetraking. Scheiße. Das ist ihr stärkstes Pokémon. Level 40! Holy. Okay. Giftpuder. Nein! Oh, Gott, es ging daneben. Nein, es... Beides ging daneben, wow. Aber ich darf anfangen und Giftpuder trifft. Ich glaube, Feuer oder ist sogar eine Drachenattacke. Ich weiß aber gar nicht mehr. Okay, Gift Damage. Nice. Okay, es ist. Ich weiß nicht, ich glaube nur Drachen? Bin mir nicht sicher. Oh shit. Wo kam das rausgeschossen? Oh Gott, ich bin tot, oder? Ja. Nein, die macht keinen Sinn, mich jetzt mal heilen. Kann Red irgendwas?
40 Damage. Kostenlose 40 Damage. Wem hast du denn, du? Okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Oh, yes, daneben. Oh, du, you're going down. You're going down. Let's go. Ich hab nicht gedacht, dass Red so ein cooles Pokémon wird, dieser Arena. Geil. Woo. Okay. Oh, noch ein Dragonier. Wer hat's gedacht? Actually? Red, du hast mir so gut gefallen, du kannst gerne weiterkämpfen. Du kriegst das auch so hin. Einfach 40 Damage in der Zeit machen und das passt. Von der Welle, ach, juckt ihn nicht. Einfach vorspulen und dann. Dead. Woo! Okay. Letzte Arena habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber. Yes! Geschafft! Damit haben wir alle Arenen. Wir haben es geschafft! Ich habe verloren? Ich kann es nicht glauben! Das muss ein Irrtum sein! Nope. Ich kann das nicht akzeptieren! Ich mag zwar verloren haben, aber du bist doch nicht für die Pokémon-Liga bereit! Ich hab's! Du sollst die Herausforderung der Drachentrainer annehmen! Hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhöhle. Geh hin und bring mir den Drachenzahn aus den Tiefen der Höhle! Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch deinen Sieg akzeptieren. Erst dann sollst du den Orden erhalten. What the heck? Wir kriegen keinen Orden?